Vorschau, die TV-Tipps am Dienstag, 31. Oktober 2017. Was sich in Worms im April 1521 ereignete, zählt zu den Schlüsselmomenten deutscher Geschichte. Martin Luther, Roman Knitzka, sollte vor Kaiser und Reich seine Lehren widerrufen. Der Film rekonstruiert nicht nur die dramatischen Stunden vor der Versammlung der Mächtigen, er führt auch vor Augen, warum der ungleiche Kampf ausging, wie er ausging. Gleichzeitig ist es eine moderne Geschichte. Denn es ist der Einzelne, der sich von Zwängen befreit und für seine Überzeugung einsteht. Dabei beruft er sich auf sein Gewissen und seinen Glauben. Jessica Höfel, Anke Engelke, Wolf Haider, Justus von Donau mit Akut Nui und Katja Grabowski, Alvara Höfels, machen gegen den Lehrkörper mobil, da der Übertritt ihres Nachwuchses aufs Gymnasium auf der Kippe steht, beraumt eine Gruppe engagierter Eltern ein Gespräch mit Klassenlehrerin Frau Müller, Gabriela Maria Schmeide, ein. Das Ziel, die Pädagogin soll die Klassenleitung niederlegen. Doch Frau Müller denkt nicht daran, rauscht aus dem Zimmer, und bei den Erziehungsberechtigten brechen nach und nach alle Dämme. Nach dem Mord an Fiona Barnes im beschaulichen Scarborough deutet alles darauf hin, dass es sich um den gleichen Täter handelt wie bei der kurz zuvor getöteten Studentin. Fieberhaft sucht die Polizistin Valerie Almond, Raquel Cassidy, nach Verbindungen zwischen den Opfern. Bald stößt sie auf eine vermeintlich heiße Spur. Unterdessen beginnt Leslie, Maria Bäumer, eine Affäre mit Dave, Fritz Karl, dem Verlobten ihrer besten Freundin Vin, Brunak Galaka, der ebenfalls zu den Tatverdächtigen zählt. Durch ihn kommt die junge Ärztin schließlich dem dunklen Geheimnis ihrer Großmutter auf die Spur. Der junge Jim Kirk, Crispine, gilt an der Akademie der Sternenflotte nicht unbedingt als Musterstudent. Statt dem heroischen Beispiel seines in Einsatz getöteten Vaters zu folgen, betätigt er sich lieber als Raufbold und Weiberheld. Bald kommt Ärger auf ihn zu, weil der Dauerrebell den berüchtigten Kobayashi-Maru-Test manipuliert hat, droht ihm auf Betreiben des humorlosen Ausbilders Spock, Zachary Quinto, der Rausschmiss. Bevor es dazu kommt, werden die Kadetten zu einem Noteinsatz gerufen. Ein geheimnisvolles, riesiges Romulaner-Schiff unter dem erbarmungslosen Kapitän Eric Bana, greift Spocks Heimatplaneten Vulkan an. Paul Feucht, Matthias Schweighöfer, lebt von dem Unglück anderer, als Angestellter einer Trennungsagentur wird er fürs Schlussmachen bezahlt. Er steht kurz vor seiner tausendsten Trennung und damit vor der Beförderung zum Partner, doch der entscheidende Kunde wird zum Härtefall, Toto, Milan Peschel, will die Trennung, die Paul ihm übermittelt, einfach nicht akzeptieren. Er versucht, sich das Leben zu nehmen. Von Paul gerettet quartiert sich Toto kurzerhand in dessen Wohnung ein.